Max fühlt sich von Michelle betrogen. Deswegen hat sie mich stehen lassen wie ein Vollpfosten, muss ich ehrlich sagen. Coco und Davide streiten live in der Sendung. Und er ist mit seiner Hand auf meinem Bein höher gegangen und wollte bei mir weitergehen und nicht andersrum. Und auch beim Traumpaar Till und Hannah ist nicht alles in Ordnung. Es ist halt alles nicht so einfach. Wir haben Pause, aber sind im Moment auch schon ein bisschen auf Abstand gegangen, weil bei Till privat auch einiges vorgefallen ist. Ja, Temptation 2020 ist ja mittlerweile vorbei mit einigen krassen Ergebnissen. 3 Trennungen. Aber wir haben auch einen Heiratsantrag. Aber auch danach ging es noch ziemlich cool weiter. Und wir schauen heute mal, wie es unseren Paaren bzw. Ex-Paaren nach der Show so ergangen ist. Ja, dann würde ich sagen, holt euer Popcorn raus und los geht's mit dem Kommentieren, Parodieren und Analysieren. Herzlich willkommen zu Temptation Island, was danach geschah. Als erstes waren Michelle und Matteo live in der Sendung zugeschaltet. Und Michelle erzählte erstmal, wie es zwischen ihr und Matteo direkt nach der Ausstrahlung eigentlich weitergegangen ist. Aber wir haben uns danach ausgeredet und ja, halt viele Dinge einander erklärt, die noch irgendwie offen waren. Okay, und wie ist das so bei euch, Matteo? Seht ihr euch noch oder telefoniert vielleicht? Ja, wir haben Kontakt, wir schreiben hin und wieder und wenn wir was gegenseitig brauchen, dann sind wir auf alle Fälle füreinander da. Klingt jetzt ein bisschen wie eine Freundschaft plus. Nein. Danach wurde dann nochmal kurz geguckt, wie die Sendung eigentlich für Michelle und Matteo angefangen hatte, nämlich durchaus voller Hoffnung. Wenn ich an meine Zukunft denke, dann träume ich davon, mit Matteo irgendwann eine Familie zu gründen. Ja, aber selbst damals wusste Matteo irgendwie scheinbar schon, das wird eine schwierige Nummer. Aber wir sind noch jung. Und es kann sich halt viel tun. Tja, und nachdem dann ja in der Sendung einiges passiert war, traf Matteo am Ende diese Entscheidung hier. Und auf die Videos hast du einfach für mich zu viel Körperkontakt zugelassen. In diesem Falle will ich die Beziehung hier zu dir beenden. Aber du, Michelle, sag doch mal jetzt, wo wir hier noch mal ein bisschen reden können. Du und Matteo, ihr habt euch in der Sendung irgendwie die ganze Zeit hochgeschaukelt. Aber eigentlich war doch gar nichts so Schlimmes passiert, oder? Er hat wenig Körperkontakt zulassen, das stimmt. Aber die Aussagen, ich finde, also Fremdgehen unter Anführungszeichen, muss nicht körperlich sein, das kann auch gedanklich sein. Naja, aber ein bisschen Körperlichkeit gab es bei Temptation natürlich schon. Insbesondere mit Julia. Ich denke schon, dass der Matteo über seine Beziehung nachdenkt, ob er die Beziehung überhaupt noch haben möchte. Ja gut, Julia, aber dann erzähl doch mal, ging nach der Sendung auch noch was mit Matteo? Ja, also wir sind kein Paar. Ja, und außerdem haben sie sich auch noch einmal gesehen, aber scheinbar blieb es dann auch dabei. Einmal gesehen, lief da dann auch ein bisschen mehr? Nein. Naja, aber auch Michelle hatte bei Temptation ja einen ganz klaren Favoriten, nämlich Max. Na Michelle, aber dann erzähl doch mal, bei euch ging danach doch bestimmt noch was. Ja, wir hatten weiterhin Kontakt, wir haben uns auch noch mal gesehen. Oh, das klingt cool. Neue Beziehung und so? Aber ich habe halt nach einer Weile gemerkt, dass ich mit einer 4-jährigen Beziehung doch nicht so schnell abschließen kann. Ja, und das kann ich zwar durchaus ganz gut verstehen, Max sah das allerdings ein kleines bisschen anders. Wir haben komplett unsere Eltern vorgestellt, ich war in Innsbruck, sie war in Stuttgart, sie war an meinem Geburtstag hier. Ja gut, Max, und was bedeutet das jetzt? Also, wie würdest du deine Gefühlslage zusammenfassen? Deswegen hat sie mich stehen lassen wie ein Vollpfosten, muss ich ehrlich sagen. Ja, schön übrigens, wie Matteo die ganze Zeit darüber lacht. Michelle versucht, die sich jedenfalls noch ein bisschen zu rechtfertigen. Habe ich dann doch irgendwann nicht mehr getraut, bei ihm zu melden, weil ich mir dachte, ja, er hasst mich ja jetzt quasi sowieso, da bringt jetzt nichts nochmal reden. Ja, aber auch das konnte Max irgendwie nicht besänftigen. Der ist offensichtlich wirklich tief getroffen. Letztendlich spielt sie da mit meinen Gefühlen. Also ich fühle mich komplett stehen gelassen. Ja, Matteo, und was sagst du dazu? Hättest du Michelle und Max ein bisschen Liebe gegönnt oder bist du eigentlich ganz froh darüber, dass es so gelaufen ist? Ja, ich finde es einfach lustig, ja. Ein zweites Paar waren dann Davide und Siria zugeschaltet. Und letztere hat ausnahmsweise auch mal nicht geheult. Eher im Gegenteil. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, geht's mir. Ja, auch diese beiden sind damals ja sehr hoffnungsvoll auf die Insel der Versuchung gestartet. Aber Sätze wie dieser hier sind aus heutiger Sicht jetzt nicht so gut gealtert. Für die Zukunft, wir wollen auf jeden Fall heiraten. Unser Ziel. Denn Davide hat ja direkt am ersten Abend Gas gegeben. Und Sirias Tränendrüsen haben tagelang Überstunden geschoben. Ich will nicht mehr. Ja, und damals war Davide ja der Verführerin Coco immer näher gekommen, die scheinbar sogar richtig verschossen in ihn war. Der Bauch, der dreht komplett durch. Schmetterlinge, Tiere oder so, ich weiß, Elefanten, die da rumtanzen. Ja gut, aber Davide, dann erzähl uns doch mal, ging danach noch was mit Coco? Ich meine, es war die TV-Show und sie hatte ihre Aufgabe und ich hatte meine Aufgabe, die Treue zu beweisen.
aber da wurde nichts. Ja, und auch wenn Coco das prinzipiell ganz genauso sieht, als sie zugeschaltet wurde, wollte sie nochmal eine Szene aus der Sendung auf jeden Fall klarstellen, nämlich die, wo Davides Hand mal unter einer Wolldecke verschwunden war und er bis heute behauptet, dass da gar nichts passiert ist. Er ist mit seiner Hand auf meinem Bein höher gegangen und wollte bei mir weitergehen. Und nicht andersrum. Ja, das allerdings bestritt Davide weiter und klang dabei ein bisschen wie ein Politiker. Also ich meine, wenn man die Sachen empfindet, man ja immer ein bisschen anders vor Ort. Ja, und dann war ich mir ja eigentlich immer noch sicher, dass Siria und Davide getrennt sind, aber das kann man scheinbar so oder so sehen. Also wir haben uns dann wieder getrennt, aber ich kämpfe um sie und ich habe jetzt auch dazu... Tada! Also wie jetzt? Ihr seid wieder richtig zusammen? Aber dass wir sagen, dass wir zusammen sind, das jetzt nicht. Ja gut, Siria, dann jetzt aber Butter bei die Fische. Los, küsst euch mal. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch nicht so der richtige Zeitpunkt, jetzt sich einen Kuss zu geben. Ja, aber Davide tat dann das mit Sirias Meinung, was er immer tut. Er ignorierte sie einfach. Ich mach's einfach so. Paar Nummer 3 waren Till und Hanna, die ja neulich hier auch noch bei mir zu Gast waren. Und zunächst wurde auch nochmal deren schönste Szene von Temptation Island gezeigt. Deswegen möchte ich dich fragen, ob du meine Frau werden möchtest. Schön, dann seid ihr doch jetzt wahrscheinlich demnächst verheiratet und bei euch ist alles glatt gelaufen. Oder? Also richtig glatt lief das nicht immer bei uns. Im Moment ist auch ein bisschen schwierig gerade. Okay, Hanna, was heißt denn ein bisschen schwierig? Ja, mit dem Vertrauen. Ich weiß nicht, wie ich das wieder aufbauen soll. Ja, okay, das kann ich natürlich relativ gut nachvollziehen. Aber seid ihr denn auch wenigstens zusammen? Es ist halt alles nicht so einfach. Wir haben gerade, was heißt Pause, aber sind im Moment auch schon ein bisschen auf Abstand gegangen, weil bei Till privat auch einiges vorgefallen ist. Tja, und in Tills Leben ist wirklich eine ganze Menge passiert. Und leider jetzt auch nicht unbedingt schöne Dinge. Ja, es liegt einfach... dass meine Großeltern beide verstorben sind. Ja, und verstorbene Großeltern sind ja nun an sich schon schlimm genug. Aber bei Till kommen dann da zusätzlich auch noch unangenehme Erinnerungen wieder hoch. Vor allem habe ich das Ganze so immer so an die Situation erinnert, wo mein Vater halt eben verstorben ist, als ich 17 war. Ja, aber trotzdem würde Hanna gerne für ihn da sein. Aber auch das gestaltet sich leider nicht immer ganz leicht. Ich möchte ja für ihn da sein, und es ist ja auch schwierig, wenn er dann einfach weg ist, wenn er feiern geht. Mir meistens nicht mal sagt, wo er ist, was soll ich dann auch denken? Okay, also den beiden wünsche ich jetzt auf jeden Fall alles Gute. Sollte ich da in nächster Zeit noch was hören, dann melde ich mich natürlich nochmal bei euch. Gut, dann fehlt jetzt ja eigentlich noch ein Ex-Paar, nämlich Calvin und Pia, die ja beide sogar schon live in der Show quasi neue Partner gefunden hatten. Zum einen Pia mit Yogo. Der Yogo, der schläft nicht mehr bei uns im Schlafzimmer. Der ist umgezogen, der schläft im Frauenschlafzimmer. Und zum anderen Calvin mit Jackie. Ja, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Freundschaft gewünscht. Oh, ein bisschen mehr Freundschaft. Ja gut, Pia, aber wie war denn das eigentlich bei euch? Hast du danach noch großartig Kontakt zu Calvin gehabt? Also ich bin mit Calvin natürlich dann nach dem Lagerfeuer direkt getrennte Wege gegangen. Okay, aber wenigstens zu Diogo wirst du doch Kontakt gehabt haben, oder? Also wir haben nach der Show keinen Kontakt großen gehabt. Hä? Wie jetzt? Du wolltest keinen Kontakt mehr zu Diogo? Nee, er wollte nicht. Also als die Sendung zu Ende war... ich weiß nicht, wie er das sieht, da muss man ihn vielleicht selber mal fragen. Na gut, dann machen wir das doch einfach. Also los, Yogo, hau raus. Ein paar Sachen vorgefallen sind schon im Hotel, wo Temptation vorbei war, die letzte Nacht auf Bali. Ja, okay, komm schon, Yogo, jetzt bitte nicht ganz so kryptisch. Was ist denn jetzt eigentlich konkret passiert? Wo ich im Hotel ankam, war schon der Eugen mit ein paar Single Mädels unterwegs. Und dann hat die Pia mich per FaceTime angerufen, da war ich mit Eugen und Jackie im Bett. Da ist sie komplett ausgeflippt, hat das falsch aufgenommen. Ja gut, das kann ich jetzt aber irgendwie auch ganz gut nachvollziehen. Und Pia natürlich sowieso. Und da fühle ich mich natürlich ein bisschen verletzt, na klar. Ja gut, aber dann gehen wir doch einfach mal weiter zu Calvin. Wie war es denn nach Temptation mit dir und Jackie? Na, danach haben wir uns auf jeden Fall auch getroffen und so. Haben da auch ein bisschen was versucht, aber ist alles halt irgendwie... Ja gut, versuchen würde Jackie das wiederum allerdings eher nicht nennen. Die spricht nämlich ganz klar von der Beziehung. Wir waren tatsächlich ein gutes halbes Jahr jetzt zusammen und ich habe mich aber vor kurzem halt getrennt. Ja okay, aber ich fand, ihr habt jetzt gar nicht so schlecht zueinander gepasst. Warum dann die Trennung? Jetzt gesehen habe, dass er Frauen mehr oder weniger nur benutzt, belügt und betrügt. Ja, das klingt jetzt ja irgendwie nicht ganz so wundervoll. Wie hast du das genau rausbekommen? Ja, hab dann den einen Tag mal in seinen Computer geguckt und habe natürlich dann auch ganz viele Sachen gefunden, die ich
als Freundin halt nicht toleriere und nicht toll finde. Ja, was dann ganz genau zu sehen war, wurde denn in der Sendung leider nicht mehr erzählt. Dafür kam Kelvin nochmal ganz kurz zu Wort, der sicher irgendwann in Zukunft auch die richtige Frau finden wird und ihr schon mal das hier versprach. Tja, und das war's denn jetzt tatsächlich mit Temptation Island 2020. Wenn du noch mehr Trash willst, dann solltest du jetzt unbedingt meinen Kanal abonnieren. Und was auch immer ein Blick ist, ist mein Merch-Shop. Da gibt es nämlich nicht nur diese coolen T-Shirts, sondern auch flauschige Kissen und allerlei andere coole Dinge. Den Link findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Und wenn du sowieso gerade da unten zugange bist, dann kannst du dem Video auch gleich noch einen Daumen nach oben geben. Aber das musst du eigentlich sowieso tun, denn sonst besucht Angela Finger Erben dich in deinen nächsten Träumen. Meine Chicken Nuggets verbrennen!